Herzlich willkommen bei S21 Bau-TV. Ja, zuerst dachte ich, Mario nimmt uns mit in die Wilhelma und zeigt uns die Magnolienpracht. Aber das Hintergrundgebäude hat mich dann doch ganz schnell wieder in die Jägerstraße gebracht. Das war ein nettes Zwischenbildchen von ihm. Und hier sehen wir die letzten Arbeiten in der Jägerstraße. Im Hintergrund auch wieder der Magnolienbaum. Die letzten Arbeiten in der Jägerstraße mit Infrastruktur. Das sieht ja schon gut aus nach Zubuddeln. Hier der Blick aufs Nordportal mit Kriegsberg. Kriegsberg-Weinberg. Sieht er deutlich aus nach Schalung der schrägen Wände vom Schwallbauwerk. Und der Blick auf die andere Seite Richtung alte Bahndirektion BA23. Als erstes natürlich auf die Aussparung für den Kran. Also die letzten 10 cm Betonschutzschicht sind drauf, auch das Stückle an der alten Bahndirektion, wie wir hier sehen. Auch hier nochmal im Blick. Weiter entlang in der Jägerstraße wieder zurück zur Heilbronner Straße. Und das ist ein Blick runter gewesen zur Rettungszufahrt. Jetzt Heilbronner Straße. Die hat er überquert und wir sehen, hier werden Rohrarbeiten durchgeführt in dem neuen Kiesbett. Wie schon oft besprochen, aber auch für die Neuen auf dem Kanal. Das wird eine Rampe wieder runter in den Kehrtunnel unter Heilbronner Straße, der auch weiter zum Milaneo Parkhaus führt und in die Rettungszufahrt Nordkopf. So langsam geht es weiter entlang an BA8 bis zum BA9. Der Stern ist noch drauf, weil er war gestern unterwegs. Die Schnittkante BA8, BA9. Jetzt rechts im Bild. Also BA8 sind die Zugangstunnel, das ist der Nordkopf. Und BA9 ist dann der erste Bereich mit der Bahnsteighalle. Lehrgerüst von K27 hier im Vordergrund. Und mittig im Bild das SK24 Baby. Ich hoffe, ich hatte jetzt K27 Lehrgerüst gesagt. Und dann natürlich SK24. Blick vom Personentunnel. Bissle gegen die Sonne und die verkratzten Plexiglasscheiben reflektieren ein bisschen, sind ein bisschen matt, aber das tut doch dem Ganzen keinen Abbruch. Wir sehen hier den Bewährungsstahl fett drin liegen in BA11 Süd. Also BA11 sind ja die Spannbetonbrücken, damit der S-Bahn-Tunnel keine Kräfte vom Bahnhofsdruck abkriegt. Dann die Rampe, die wir sehen, ist BA10. Letzte Baulogistikrampe hier in dem Bereich. Die andere ist dann noch in BA14. Links die Spannbetonbrücke für Gleis 4-5. Das hier wird Gleis 5-6 und unter gelben Plane die Spannbetonbrücke von Bahnsteig 3 und links Bahnsteig 2. Wir sehen, die Spannbetonbrücke ist ja, alle Spannbetonbrücken sind ja nicht komplett betoniert worden. Die werden erst gespannt und dann der Rest verfüllt und die Bewährung ist mittlerweile in dem letzten Stück drin, also bei Gleis 4 und 5 rechts im Bild.
Und links wird es vorbereitet, wie heute in dem kleinen Handyvideo von mir auch zu sehen. Die Schaltafeln sind dran. Also Gleis 2, 3 und links Gleis 1. Jetzt sind wir ganz links am Monatsbau mit BA11. Gleis 1 wird vorbereitet mit Sand. Also die Spannbetonbrücken werden auf Sand gebaut, der dann wieder herausgespült wird, abgesaugt wird von dem grauen und dem orangenen LKW, die da auf der Baulogistikrampe stehen. Jetzt mitten im Bild. Ja, und danach schweben die Brücken über dem S-Bahn-Tunnel. Und hier haben wir BA10. Wie gesagt, rechts ist es noch Baulokstraße und links kann schon ein bisschen was gemacht werden. Also der untere Bereich ist betoniert, jetzt kommt noch Bewährungsphase und dann kann irgendwann der obere Bereich auch betoniert werden. Andere Seite vom Steg, Blick auf R5 und die Deckenplattenarbeiten für die Longes zwischen Monatsbau und Bahnsteighalle. Das ist Lehrgerüst für die Galeriestütze. Das wird K21, glaube ich, der eine. Und hier haben wir dann Schwindgassen, Armierungsphase D5 und hier K13. BA14, hier ist die zweite Rampe, rechts unten im Bild zu sehen, hinterm Bagger. R10 hat nur noch eine kleine Zahnlücke, wie man sieht. Ganz hinten wird was betoniert. Die letzten Stunden vom Mercedes-Stern auf dem Turm. Aha, Mario ist auf dem ITS, also Infoturm Stuttgart, Blick auf BA 12 und 13 mit der K13, Schalung, Vorbereitung, den Sternabbau, und der gelbe baut den roten, ganz einfach die Verlängerung, die noch die letzten Meter ausgemacht haben, um den Stern zu heben. Hier sieht man es, glaube ich, deutlich, wie der gelbe, dann die vordere Nase beim roten anhebt. Blick über die Bau, jetzt nochmal R10 mit der Zahnlücke. Kleines Video. Ja, die Technik hat einen verlassen, aber nicht mich. Und zwar starten wir nochmal neu. Ich werde die Bilder heute den Hubert noch zukommen lassen, auch das kleine Video hier. Und ihr werdet das dann verfolgen können. Hier unten noch Logistik. Sandlager, Erdlager. Hinten eine kleine Betonage.
Und B14 noch nicht umgeleitet, aber bald. Und nochmal eine Runde zurück. Ich hoffe, euch ist jetzt nicht schlecht geworden. Aber mit dem Handy ist halt anders wie mit einer Kamera. Kurzer Blick noch hier unten rein über den Steg. Ja, und mit diesem kurzen Video verabschiede ich mich. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, sagt der Mario vom S21 BauTV-Team. Ciao! Ja, jetzt hatte ich von der Nachvertonung her eine kurze Pause. Weiter geht's mit dem Fernsehturm erstmal. Und hier wird ein Gerüst gehoben. Schalungselement. Aha, das kommt hier rüber. Ja, irgendwie sieht sie aus, als wird dort die Schwindgasse D10 angegangen zwischen K20 und K1, aber ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen. Jedenfalls ist Mario jetzt im Bereich des neuen Stegs über B19 und hat R4 fest im Blick, auch K8 jetzt links, beziehungsweise jetzt rechts und B1. Mit dem Südausgang. Andere Seite, BA21. Das ist vorbereitet, wie auch heute schon in meinem Kurzvideo erwähnt. Großbohrgerät kann kommen. Die Betonage im Hintergrund kann ich nicht einschätzen, wo genau das ist. Also für einen Stadtbahntunnel ist es eigentlich zu nah gewesen. Ist die Pumpe zu weit weg, der Tunnel zu nah. Und drüben in BA24, das passt auch nicht. Vielleicht kriegen wir es noch raus. Es ist schon in dem Bereich hier beim Stadtbahntunnel, aber noch eine andere Ecke. Ja, und im Hintergrund Königin Katharina Stift und im Vordergrund Stadtbahntunnel Baustelle. Da habe ich ja heute mal ein bisschen reingezoomt. Und dann auch die Belichtung so hochgezogen, dass man was sieht. Dann war der andere Bereich komplett hell. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Mit Marius Bildern sehen wir auch, da unten ist ein kleiner Bagger und der gräbt sich immer tiefer rein. Ja, ich schätze Betonage BA23. Mal schauen, ob Mario noch da hingelaufen ist. Jetzt noch der Blick in die Stadtbahntunnelbaustelle Richtung Hauptbahnhof. Ja, und was hier zu sehen ist, aufgebrochen, war heute schon weg. Dann ging es schon in den nächsten Abschnitt.
Großaufnahme Seitenwand. Unter dem Asphalt weiter oben ist der Tunnel schon fertig. Im unteren Bereich muss er noch gebaut werden, denn da war noch der alte Nesenbach-Kanal. Ja, Mario läuft auf dem Leitnersteg wieder Richtung Baustelle BA17. Und das sieht deswegen nicht so aus, als geht er nochmal rüber in BA23. Jetzt kommt er wieder mit seiner Mondlandschaft. Aber das bedeutet, er ist jetzt auf dem Wullesteg und macht sich auf den Weg zu BA24. Und 23, und da sehen wir was Neues. Die Straße, der Asphalt ist hier aufgeschnitten worden. Vorbereitungen für die Verlegung der B14 laufen. Die letzten Meter zu betonieren und dann Asphaltschicht drauf. Ja, sieht gut aus. Leitplanke noch ran. Beziehungsweise die Betonleitsteine, die man jetzt auch im Bild sieht. Schwallbauwerk Südkopf. Und hier haben wir die Pumpe, ja, richtig geraden. Die hängt ihren Rüssel bei den Zugangstunneln der Stadtbahn rein. Also Höhe BA23, wobei es ja daneben ist. Aha, die Deckenplatte. Ne, die Bodenplatte, ja, was eigentlich? Also im Hintergrund ist ja der Schacht zu sehen, also von daher passt es bezüglich Bodenplatte. Aber die muss doch unter dem anderen durch, muss also steil runter. Also in dem Bereich, in dem der Bagger jetzt steht, muss es doch abfallen und dann links, Fahrtrichtung rechts, unter dem Tunnel, der zum Charlottenplatz führt, durch. Wobei der drunter ist ja schon fertig. Könnte natürlich sein, dass der ja viel weiter hinten liegt. Wir haben die Pläne ja schon ein paar Mal studiert, aber ich habe es nicht über die Realität projiziert. Und das ist der Blick auf den Stadtbahntunnel Richtung Hauptbahnhof. Wir sehen, das nächste Element, der nächste Abschnitt hat seine Deckenplatte bekommen. Im Hintergrund dunkel war der Anschluss zu sehen und hier ist noch der alte Nesenbach-Kanal.
Blick auf BA21 Richtung BA19. Also die zwei schwarzen Löcher da, das sind die Zugangstunnel in BA19 drin. Rechts BA21, links BA22. Und in Bildmitte war das Fundament von dem Förderturm. Förderband. Der Längsblick BA21 direkt neben dem Planetarium. Bildmitte der Zugangsschacht zum alten Nesenbach-Kanal und dem Planetarium. Hubschrauber mit letztem Blick auf den Mercedes-Stern auf dem Fernsehturm. Und hier die Arbeiten auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Links unter der Plane ist das neue Wartehäuschen. BA9 im Blick. Verfüllung Fahrspur 4 und 5. Ja, und rechts sieht man schon, Bahnsteig 2 ist vorbereitet. Dass die LKWs zum Verfüllen von Gleis 2, 3 bis ranfahren können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!